Moin moin, herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil von Flashing Lights. Ja, was fehlt uns noch? Der Medic. Heute gucken wir uns mal den Medic an. Mal schauen, was da zu tun ist. Wir werden auf jeden Fall versuchen, nicht in parkende Fahrzeuge zu fahren, so wie der in der letzten Folge. Ja, wir machen jetzt Sunglasses und der darf auch eine Maske tragen. Mal gucken, was der so zu tun hat. Okay, der darf sich, ach doch, der darf sich auch ein Fahrzeug aussuchen. Was haben wir denn hier für Fahrzeuge? Nehmen wir den Fetten hier. Wir übernehmen das auch mal. Okay. Möglicher Knochenbruch. Medic Bag brauchen wir, wo krieg ich die denn her? Da. Terms. Medic Bag. So, schauen wir mal. Inspect Patient. Atmet. Sieht aber ziemlich tot aus eigentlich. Okay, ich soll das Fracture Kit nehmen. Feuert aus, okay. Das jetzt? Ah, okay. Der Rock ist auch perfekt zum unteren Rock gucken. Vor allem der bleibt auch nur so steif da liegen. Da fällt nichts zusammen oder so.
So, die Taschen muss ich nicht wegräumen, oder was? Nö. Machen wir die Türen zu. Hallo, hier, ich habe eine Verletzte. Nach vorne rumdrehen? Alarm, hier, Hilfe. Oh ja. Oha. Patient delivered. Okay. Jetzt mit dem Auto und mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch mehr Verletzte. Ist ja wieder das gleiche, gibt es hier nur Hit and Run? Ne, da warten wir mal auf das nächste. Na komm. Hier in der Stadt scheint nicht so viel los zu sein für den Medic. Oh doch. Ja, dann gucken wir uns das doch mal den Autounfall an.
Upsi, ich wollte nicht lenken, ich war da los, sorry. Darin ist der Tod. Da. Oh, ganz frischer Unfall gerade. Hallo? Wow, mein Medic Pack. Hallo? Sind Sie tot? Oha, eventuelle Halsauer. Neck, gegen sie Bumsi. Haben wir. Address this person. Wo haben wir die Kollegen zum Wegtransport? Da hinten kommt er. Fashion delivered. Oh, oh, oh. Na, na, na. Bam! Erstmal schon wieder reingeschäffert. Oh, noch mal reingeschäppert. Das schöne Feuerwehrauto auch. Hey Kollege Bratwurst, du musst doch nur deinen komischen Transport-Dings hier haben. Ach so, machst du das? Du brauchst das nicht. Aha. Okay. Ich würde sagen, das soll es ja von dem Spiel gewesen sein. Ich hoffe, meine Videos können bei einer Kaufentscheidung helfen oder haben zumindest einen kleinen Einblick in das Spiel geboten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Anregungen, Wünsche etc. in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei einem meiner nächsten Videos wieder mit dabei seid. Bis dahin, einen schönen Tag und ciao, ciao.